am letzten Donnerstag Bilder zugespielt bekommen vom Norddeutschen Rundfunk mit der Bitte um Stellungnahme. Wir haben uns zunächst einmal die Bilder angeschaut, natürlich, um sie auch bewerten zu können. Haben dann natürlich nachgefragt, woher kommen diese Bilder. Das wollte man uns nicht sagen. Deswegen sagen wir, unsere Tierhaltung ist in Ordnung. Wir kümmern uns um die Tiere tagtäglich durch Stallrundgänge und viele andere Maßnahmen. Ich stehe auch dazu und ich habe vollstes Vertrauen zu meinem Sohn und seinen Mitarbeitern, der eine ordentliche Betriebsführung hier auf diesem Betrieb gewährleistet. Das heute zum besprechende Thema ist das Tierschutzrecht. Mir sind in all den 10 oder über 10 Jahren hier im Betrieb keine tierschutzwidrigen Zustände bekannt geworden. Das soll nicht heißen, dass wir nicht mit Erkrankungen zu kämpfen haben. Das wäre utopisch zu denken. Das gilt für Menschen wie für Tiere. Und das gilt für unsere landwirtschaftlichen Nutztiere ebenso wie für unsere geliebten Haustiere, Hund und Katze. Gut erinnere, was gestern in den Aufnahmen war, was mich zu der Interpretation, das war auch als Bild Anfang der Woche geschickt worden, zu der Interpretation kommen lässt. Das ist auch hier mit dem Blick des fachkundigen Tierarztes, auch Landwirtes sicherlich oder sonstiger Fachkundiger, ein ganz normal entwickeltes Schwein. Es hat den Habitus, wenn es nicht festliegen würde und ich gestern die Bildaufnahmen nicht gesehen hätte, würde ich an dieser Stelle noch nicht primär sagen, es ist krank. Der Status der Krankheit erreicht. Aber es ist ein Schwein, was absolut vom Wuchs, von seiner Körperentwicklung her, ein ganz normales, übliches, frohwüchsiges Schwein ist. Dauern, dass wir uns eben mit Episoden von Atemwegserkrankungen beschäftigen mussten, obwohl wir das Problem gehabt haben, dass wir gesagt haben, Mensch, wir wenden so viel Aufwand in Schutzimpfung auf. Der Betrieb Röhring gibt über das durchschnittliche Maß hinaus Geld für Schutzimpfung auf, kauft die Ferkel mit ca. 25 bis 30 Kilo zu, mästet sie dann bis zum Mastende über ca. 100-120 Tage. Und viele Impfungen werden halt eben schon vorher gesetzt beim Ferkelerzeuger, der das Ferkel, wo es dann geboren ist, der das Ferkel sogenannt produziert in unserer Fachsprache. Also ich bin Christian Röhring, ich bin staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt und leite diesen Betrieb seit 5 Jahren und mache das mit viel Freude. Ich bin einfach absolut überzeugt von dem, was ich mache. Ich bin mit Begeisterung ein Tierhalter und auch ein Ackerbauer. Mir macht das Freude. Sowohl der Umgang mit Tieren als auch die Pflege und Betreuung von Pflanzen auf dem Feld. Und deswegen fühle ich mich auch in meiner Arbeitsweise, wie ich diesen Betrieb organisiere und wie auch letztlich gegen mein tägliches Tun, das ist es ja letztlich, in diesem Falle versucht wird, es mir in Abrede zu stellen. Und das ist ein Punkt, den lasse ich so auch nicht zu.